Goedemorgen, lieve zuschauer. Ik freu mich, dass ihr euch meine Podcast ansieht. Mijn naam is Ruben van Groningen. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Maastricht. Waar ik aan de Hotel Fachschule studiere. Ik hoffe, es geht euch gut. Heute wird es een ganz kulinarische Reise sein. Wart ihr selbst schon in Deutschland in Urlaub? Und fandet ihr das Essen auch lecker? Ich werde heute etwas mehr erzählen über leckere deutsche Gerichte. Das erste Thema ist eine Anekdote über ein typisches Getränk aus Norddeutschland. Mein zweites Thema ist typische herzhafte deutsche Gerichte wie Currywurst, gefolgt von typischen süßen deutschen Gerichten wie zum Beispiel de Schwarzwalder Kirschentorten. Und schließlich werde ich euch etwas über mein deutsches Lieblingsgericht erzählen. Der Grund, warum ich diese Podcast mache, ist, weil ich es liebe zu essen und weil ich mehr über das Essen, das typische Essen aus unserem Nachbarland erfahren wollte. Wenn ihr selbst nach Deutschland fahrt, werdet ihr sofort erkennen, welke Leckereien auf der Speisekarte stehen. Für euch als Zuschauer ist es wichtig, den Podcast genau zu verfolgen, denn ich werde diese Podcast mit einer kleinen Quiz abschließen. In de komende 8 minuten erzählen ik euch etwas über was is typisch deutsches Essen. Viel Spaß beim Weiterschauen! En dan fange ik gelijk aan met een anekdote über een typische Norddeutsche nationaal getränk, der Pharisäer. Die Leute aus Nordstrand feierten früher am liebsten jeden Tag und dabei war Alkohol keine Seltenheit. Für eine Taufe waren viele Menschen zusammengekommen und dabei war natürlich auch der Pfarrer. Aus Respekt und Rücksicht gegenüber der Pfarrer wurde kein Alkohol an die Gäste der Taufe aufgeschenkt. Der Pfarrer versuchte alle möglichen Witze zu erzählen, um zu beweisen, dass man auch ohne Alkohol fröhlich sein kann. Aufgrund der vielen Gespräche war er jedoch durstig und sein Glas wurde nachgefüllt. Doch dann wurde das Glas des Fahrers aus einer anderen Anwesenden verteilt. Diese stellte beim Probieren fest, dass ich euch einen Kaffee mit Rum behandelte und mit Sahnen, um die Alkoholgeruch zu verbergen. Daarin rief er Pharisäer, dass du bist, und so bekam das Getränk seinen Namen. Kommen wir zum zweiten Thema meines Podcasts. Typisches deutsche herzhafte Gerichte. Ich beginne mit einem der bekanntesten deutschen Gerichte. Ihr würdet es wahrscheinlich alle kennen, die Currywurst. Jedes Jahr werden allein in Deutschland 800 Millionen Stücks gegessen. Die Wurst kann am Stück serviert werden und es kann serviert werden in Stücken mit Tomatensauce und Currypulver. Das zweite Gericht, von dem ich erzählen will, ist der Leberkäse. Die besteht aus Corned Beef, Schweinefleisch, Speck und Gewürzen. Die Gewürzen werden sehr fein gemahlen. Anschließend werden die entstehende Masse als Leib gebacken und bis ein knapperige braune Kürsten hat. Nach dem deutschen Lebensmittelgesetz müssen alle Produkte, die den Namen Leberkäse tragen, unbedingt aus 4% Leber enthalten. Nachdem wir nur die zweite Thema besprochen hatten, gehen wir weiter nach dem dritte Thema. Ich werde euch nun etwas über typische deutsche süße Gerichte erzählen. Die erste Torten, von der ich euch etwa erzählen mochte, ist der Schwarzwalder Kirschentorten. Es ist ein Sahnetorten. Die Schwarzwalder Kirschentorten besteht hauptsächlich aus Schokoladebiskuit, die mit Kirschenwasser getränkt wird, viele Sahne und Sauerkirschen. Schritt für Schritt werden der Schokoladebiskuit mit Sahne und Kirschen bedeckt. Sehr gut. Der letzte Kuchen, von dem ich euch erzählen möchte, ist der Strüsselkuchen. Der Boden besteht aus Hefenteig, die mit luchtigen Strüssel bedeckt wird. Diese Strüssel werden aus Butter, Zucker und etwas Mehl hergestellt. Damit mochte ich das Thema
typisches Deutsches süße Gerichten abschließen und zu meinem vierten Punkt in meinem Podcast kommen, nämlich meinem Deutschlings Lieblingsgericht. Ich habe mehrmals in Deutschland Urlaub gemacht und vor 3 Jahren ging ich auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland. Dort gibt es viele Stände und viele Leute, aber es ist ganz gemütlich. Am Ende der Stände hatten sie große Küchen und die Küchen sind Lebkuchen. Der Vorlaufer von dieser bekannte Lebkuchen werden Honigkuchen genannt. Die Geschichte dieser Honigkuchen geht zurück bis der Ägypter. Sie glaubten dat Honigkuchen een geschenk der Götter zijn. Honig würde magisch und hellende Kraften haben. Die Zutaten van Lebkuchen sind Honig, Gewürzen wie Anis, Koriander, Nekkelen, Kardamom und Piment, Nüssen und kandierte Früchten. Lebkuchen kan während der Weihnachtszeit in viele Geschäfte gekauft werden, aber heutzutage kann man die Kuchen das ganze Jahr über einen Bäcker sehen. Wir kommen fast nu das Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, dass es euch bisher gefallen hat. Hoffentlich hat ihr etwas von dieser kulinarischen Reise gelernt. Ich habe durch meine Zügen sicherlich neue Dinge gelernt. Wie bereits er waren, mocht ich mit euch nog einen quiz des Themen dieses Podcasts durchführen. Hier nun mijn eerste vragen. Mijn eerste thema vonden ich sprache war ein Getränk aus Deutschland, aber aus welchem Teil Deutschland? Aus dem Norden, Oosten, Süden oder Westen? Danach berichte ich über 2 sehr bekannte deutsche herzhafte Gerichte. Nach dem deutschen Lebensmittelgesetz müssen Produkte, die den Namen Leberkäse haben, einen Mindestanteil von Leber erhalten. Wie viel Prozent ist das? Auch habe ich über 2 Küchen in meinem Podcast gesprochen. Ohne zurück zu schauen, über welche 2 Küchen habe ich gesprochen? Kannst du dich an alle 2 erinnern? Die letzte Frage betrifft mich. Mein Lieblingsgericht aus Deutschland war... Dann habe ich die Antworten. Ich hoffe, dass ihr die Podcast gefallen hat und dass euch etwas gelernt hat. Und ich hoffe, dass du, wenn du in Deutschland gehst, al die gerichten proberen kan. Bitte lasst uns in commentarenfeld wissen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann kennt ihr nun enige typische deutsche gerichten. Das war es voor heute. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Freunde!